Am 15. März sollte eigentlich der Stichtag für die einrichtungsbezogene Impfpflicht sein. Doch derzeit sieht es nicht danach aus, als würde die bayerische Staatsregierung diese pünktlich umsetzen. Laut Klaus Holleczek müssen noch einige offene Fragen geklärt werden. Der Gesundheitsminister verweist auf den Bund. Wir reden bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht tatsächlich über den Vollzug, die Umsetzung. Wie läuft denn das Verfahren konkret draußen in den Gesundheitsämtern, wenn jemand nicht geimpft ist? Muss da eine Anhörung erfolgen? Wie ist so eine Anhörung auszuführen? Wann werden Betätigungsverbote ausgesprochen? Das sind viele offene Fragen, wo wir uns einfach wünschen, dass einheitliche Ansagen des Bundes erfolgen, damit wir damit auch richtig umgehen in ganz Deutschland. Und das haben wir nochmal moniert. Grundsätzlich stehen wir natürlich zu dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht genauso wie zu einer allgemeinen Impfpflicht. Harsche Kritik am Vorgehen der Staatsregierung kommt von der FDP. Die Aussetzung der Impfpflicht, die der Ministerpräsident jetzt angekündigt hat, ist ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat. Wir haben wirklich große Sorge, wenn seine Allmachtsfantasien, die da zum Ausdruck kommen, auch vor gültigen Gesetzen nicht mehr Halt machen. Das Bundesgesetz ist beachtlich und daran kann auch der Ministerpräsident nichts ändern. Ein geltendes Gesetz einfach für unverbindlich zu erklären, sei ein Offenbarungseid vor dem Rechtsstaat, so Muthmann. Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI in Bayern mit über 1.800 weiterhin sehr hoch, die Lage in den Krankenhäusern ist aber weitgehend entspannt. Im Münchner Uniklinikum rechts der Isar ist momentan fast jedes 10. Bett mit einem Corona-Patienten belegt. Dafür ist die Bettenauslastung auf der Intensivstation stark sinkend. Laut Infektiologe Christoph Spinner trägt zu diesem Trend nicht nur die deutlich mildere Omikron-Variante bei, sondern auch die hohe Impfquote. Bei den derzeitigen Zahlen sind Lockerungen für Dr. Spinner vertretbar. Es ging während der ganzen Pandemie immer darum, die Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden. Wenn keine Überlastung des Gesundheitswesens droht, dann sind Lockerungen aus meiner Sicht mehr als vertretbar. Denn es geht uns nicht darum, SARS-CoV-2-Infektionen zu verhindern, sondern vor allem eine große Zahl schwerer Verläufe, die dann in den Kliniken nicht mehr behandelt werden können. Und das ist glücklicherweise nicht der Fall. Sorge bereitet Dr. Spinner momentan eher der hohe Ausfall in der Klinikbelegschaft. Derzeit sei aber die Patientenversorgung sichergestellt. Natürlich sind auch viele unserer Mitarbeitenden von Omikron-Infektionen betroffen. Wir sehen gerade in den kritischen Infrastrukturbereichen, aber auch dem pflegerischen ärztlichen Dienst relevanten Personalausfall. Das hatten wir auch erwartet. Spinner rechnet in den kommenden Wochen mit dem Scheitelpunkt der Omikron-Welle. Spätestens im Frühling erwartet er weitreichende Lockerungen.